Hier ist es gerade Sonntagmorgen und einige werden sich sicher jetzt in diesem Moment auf den Weg in den Gottesdienst begeben. Und ich nutze die Gelegenheit, ein bisschen aufzuräumen mit den Lügengeschichten, mit denen man uns in die Irre führt. Da gibt es harmlose und hinterhältige und man könnte fast sagen diabolische. Wenn wir das Spiel durchschauen, dann ist es möglich, wirklich in Freiheit und Liebe zu leben. Aber was hier passiert ist, dass man uns mit einem Konzept über Liebe in Schach hält. Und wenn du Lust hast, dann bleib dabei und lass uns aufräumen mit dem ganzen Blödsinn. Also, drei Punkte, die im Gottesdienst verschwiegen werden. Kommen wir zum ersten. Wobei der erste Punkt betrifft eher die therapeutische, spirituelle Beraterszene, Selbsthilfeszene. Die erste Lüge bedeutet oder lautet, ich muss den anderen oder mich verstehen. Hört man häufig. Dann gibt es Literatur, Kurse, Therapien. Es gibt ja, glaube ich, sogar eine psychotherapeutische Richtung, wie hieß sie nochmal, langes her, Psychoanalyse, die hat versucht, die Menschen zu verstehen. Das ist ganz, ganz hinterhältig, weil es nichts mit unseren Bedürfnissen zu tun hat. Dieser Organismus hier, der hat nicht das Bedürfnis, den anderen oder sich selbst zu verstehen, sondern primär das Bedürfnis nach Austausch. Glück und Erfüllung ist das, wenn Energie frei fließt. Und das gibt es eben nur mit Austausch und nicht mit Verstehen. Ja? Natürlich kann man top-down das temporär erzeugen, indem man glaubt, etwas verstanden zu haben. Das führt dann zu dem Gefühl von Sicherheit, das wiederum zu einer gewissen Entspannung, was dann wiederum ein bisschen Energie fließen lässt. Das ist aber nur top-down, künstlich und löst das Problem nicht. Wir müssen einander nicht verstehen. Und das können wir auch gar nicht. Niemand kann irgendwen oder sich selbst verstehen. Dieser Verstand, dieser Kleine, der hat die Kapazität dafür nicht. Wir müssen das nicht. Sondern worum es geht, ist, dass wir uns mitteilen, im Sinne des ehrlichen Mitteilens, kommunizieren, was da ist, in Gedanken, Emotionen und Körperempfindungen. Wenn wir das immer wieder machen, dann entspannen sich die Nervensysteme, dann baut sich der ganze Hormonspiegel, die ganzen Erregungsspiegel bauen sich um. Es kommt zu einer tiefen Erfüllung und zu einem sozusagen Frieden im Nervensystem. Und das ist einfach Physiologie, nichts Spirituelles. Und ja, dann gibt es in der Folge eine Art Verstehen des Partners zum Beispiel oder der Partnerin. Aber das ist nur eine Folge, die automatisch passiert. Das ist nichts, was wir mit dem Verstand künstlich erzeugen. Das Verständnis füreinander ist Folge des freien Energieflusses und Austauschs. Aber das ist kein Verständnis im Sinne dieses winzigen erbärmlichen Verstandes, der dann irgendwelche Konstrukte gefunden hat, mit denen er dann die Umgebung und seine Partnerschaft steuern kann. Und das würde darum ja wieder bedeuten, steuern, damit nichts Unverarbeitetes auftaucht. Und das ist quasi entgegengesetzt dem Austausch, dem eigentlichen Erfülltsein. Also das ist die erste große Lüge, dass wir einander verstehen müssten oder uns selbst. Ist Lüge, ist falsch, ist Blödsinn, ab in die Tonne. Also, statt zu versuchen, meinen Partner zu verstehen, kann ich das mitteilen im Sinne des ehrlichen Mitteilens. In meinem Kopf ist jetzt die Idee, dass ich dich verstehen müsste, damit es uns besser geht. Oder ich fühle mich unsicher. In meinem Kopf ist die Idee, dass wenn wir uns verstehen, dass wir uns dann sicherer fühlen und so weiter und so weiter. Es ist eine Bewegung in uns, der Wunsch, etwas zu verstehen. Und die teilen wir
oder diese Bewegung teilen wir sauber aufgegliedert auf die drei Erlebnisebenen mit. Und damit ist diese Lüge entmachtet. Ja, Lügen bestehen immer daraus, dass man uns Konstrukte, mentale Konstrukte gibt, mit denen wir uns identifizieren. Ja, die wahr aussehen, sehr wahr aussehen, wo der Verstand gut dran andocken kann. Und über diese Konstrukte werden wir von dem eigentlichen Austausch abgehalten und darüber kann man uns dann eben steuern und manipulieren und kontrollieren. Also, das können wir schon mal ad acta legen, brauchen wir nicht, nutzlos, stört nur. Vom Verstehen wollen zum ehrlichen Mitteilen dessen, was da in uns los ist. Dann das Zweite, wird noch hinterhältiger. Hört man auch oft. Da heißt es, wir müssen einander vergeben oder ich muss mir selber vergeben. Totaler Bullshit, totaler Blödsinn. Unsäglicher Unsinn. Wir haben nicht das Bedürfnis, einander zu vergeben. Das gibt es nicht im Organismus. Wir haben das Bedürfnis nach Bindung. Und Bindung bedeutet Austausch. Ich wiederhole es ja immer wieder. Es muss immer wieder und immer wieder wiederholt werden, bis es ankommt. Vergebung geschieht, genauso wie im ersten Beispiel, implizit als Nebeneffekt, wenn ich alle unverarbeiteten Gefühle und Zustände aus der Kindheit kommuniziert und damit integriert habe, dann entsteht als Nebeneffekt etwas, was wir Vergebung nennen könnten. Auch das ist Unsinn, weil das ist eigentlich nichts weiter als die Erfahrung, dass ich mich jetzt in Gegenwart anderer Menschen entspannen kann. Und natürlich, dann entsteht ein ganz anderer psychischer Zustand. Und dann kann es sein, dass der Verstand das, was er dann erfährt, als Vergebung etikettiert. Ja, ist kein Problem, solange der Austausch stattfindet. Aber es ist trotzdem Unsinn. Niemand muss irgendwem vergeben. Das ist genauso wie im ersten Fall. Der Versuch des abgespaltenen Verstandes, top-down, regulierend auf das autonome Nervensystem einzuwirken. Statt also die Aggression und den Hass zu kommunizieren, zum Beispiel indem ich einfach sage, ich fühle gerade großen Hass auf dich oder da ist sehr viel Wut, versuche ich, den Stress im Körper durch diese festgehaltene Energie mit Vergebung runterzuregulieren, was natürlich nicht klappt. Oder wenn, im besten Fall zeitweilig, bis der Partner wieder was macht, was mich auf die Palme bringt, weil es einen Trigger aktiviert hat. Also auch hier, statt einer Strategie zur Bewältigung unintegrierter Emotionen, genau das eben kommunizieren. Zum Beispiel, in meinem Kopf ist die Idee, dass ich dir vergeben müsste. Oder in meinem Kopf ist die Idee, dass wenn wir uns vergeben, dass es uns dann besser geht. Wie gesagt, ehrlicher wäre, ich fühle großen Hass. Und mein Kopf denkt, dass du daran schuld bist, dass es mir schlecht geht. Oder mein Kopf denkt, dass du mir etwas Schlimmes angetan hast. Das wäre das Mitteilen. Ja? Wir lösen die Lügen des Verstandes durch Mitteilen auf. Und wenn wir gar nicht wissen, was drunter ist, dann kommunizieren wir einfach die Lüge selber. Also der Einstiegspunkt, der einfachste Einstiegspunkt wäre, wie gesagt, in meinem Kopf ist die Idee, dass wir uns vergeben sollten oder dass ich mir vergeben sollte. Das wäre der oberste Einstieg, um diesen Blödsinn aufzulösen. Jetzt kommen wir zur Hauptlüge, zum Ultimum des ganzen Unsinns. Vielleicht ahnst du es schon. Das ist der Gipfel. Der Gipfel aller Lügen ist, dass wir uns lieben sollen. Sowohl uns selber als auch andere. Das gehört zu den diabolischsten
Programmierung, die es gibt. Damit kann man im Prinzip die ganze Menschheit lahmlegen und in die Sklaverei treiben, durch diese Programmierung. Weil was ist damit eigentlich gemeint? Schauen wir doch mal hin. Was ist damit gemeint, wenn es heißt, liebe dich oder liebe deinen Nächsten? Was ist damit eigentlich gemeint? Damit ist gemeint, oder so wie die meisten das verstehen, ich unterdrücke das, was hier ist, was Kollision verursacht mit der Umgebung und mit meinem Partner oder den Menschen, die da sind, zugunsten einer künstlichen Harmonie. Das ist damit gemeint. Und das kann temporär etwas in Schach halten, aber niemals wirklich. Es gibt dann früher oder später einen Ausbruch, ja, wie eine Art Dammbruch, oder es zeigt sich indirekt langfristig durch Krankheiten, durch Substanzabhängigkeiten, durch irgendwelchen Blödsinn, ja, aber zeigen tut sich's, wir kriegen das nicht weg. Niemand hat das Bedürfnis, andere zu lieben. Das ist pervers. Das ist gegen unsere Natur, gegen den Körper, gegen unsere Bedürfnisse. Ich sage es zum dritten Mal, das Bedürfnis, was wir haben, was unsere Körper haben, unsere Körper-Geist-Systeme, ist nach Austausch, nach Verbindung und das Erfahren des Energieflusses, was dadurch zustande kommt. Das ist das, was wir wollen, letztlich. Diese Systeme. Das bekommen wir aber nicht hin, wenn wir uns vom Verstand zu einem Verhalten zwingen, was die eigentliche Bewegung in uns unterdrückt. Wie soll denn das funktionieren? Dann fließt nichts. Das ist ein Energiestau. Und das ist nur destruktiv. Verheerend für manche. Menschen, die in der Kindheit lernen mussten, dass Aggression, Wut, Hass, Kraft, Autonomie nicht willkommen sind, die suchen sich natürlich solche Sätze raus. Die sind dafür besonders anfällig. Dann passt die Botschaft zur Konfiguration des Entwicklungstraumas. Und dann haben diese Menschen eine Rationalisierung, warum sie damit weitermachen können. Und am Ende haben wir Depression, Zusammenbruch, Gewaltausbruch, was auch immer. In jedem Fall selbstzerstörerische Prozeduren. Der Versuch, andere und sich selbst zu lieben, ist selbstzerstörerisch. Und auch zerstörerisch für die Beziehung. Wenn du versuchst, deinen Partner und deine Partnerin zu lieben, zerstörst du die Beziehung. Vielleicht muss ich das auch nochmal sagen. Wenn du versuchst, deinen Partner oder deine Partnerin zu lieben, dann zerstörst du die Beziehung. Weil Beziehung ist Austausch, Energiefluss. Jegliche Strategie lenkt uns vom Austausch, vom ehrlichen Mitteilen, vom Energiefluss ab. Wir können auch sagen, diese drei Konstrukte, den anderen zu verstehen, den anderen zu vergeben, den anderen zu lieben. Das sind mentale Konstrukte, das sind Strategien, das sind Handlungsanweisungen. Beziehung und Kontakt hat aber nichts mit Handlung und Strategie zu tun, sondern mit Austausch dessen, was ist. Ehrliches Mitteilen hat nichts mit Handeln und mit Strategien zu tun. Ehrliches Mitteilen ist keine Strategie, sondern das ist Weg und Lösung gleichzeitig. Alles, was ich zur Strategie mache, und das bedeutet nichts weiter, als dass dieses Ding ein Konstrukt nimmt und es versucht zur Anwendung zu bringen, lenkt uns vom Austausch ab und führt uns in die Irre. Und die Anweisung, andere und mich selbst zu lieben, ist die absolut zerstörerischste Anweisung. Es gibt mit Hass und Wut kein Problem, solange ich es mitteile.
Es gibt nur ein Problem, wenn ich es ausagieren muss, weil ich es eben nicht schaffe, mitzuteilen. Wenn ich es schaffe, zu sagen, ich bin wütend, ich fühle mich wütend oder ich fühle Hass, brauche ich nichts mehr ausagieren oder unterdrücken. Das ist die Lösung. Das heißt, das ehrliche Mitteilen erscheint zuerst als für den Verstand, für das Ego als etwas, was es nutzen kann für sich. Das ist meistens die Motivation, damit anzufangen mit dem ehrlichen Mitteilen. Dieses Teil, was dann glaubt, damit was machen zu können, seine Situation verbessern oder ausbauen zu können, das merkt nicht, dass das ehrliche Mitteilen dieses Teil auflöst. Und wenn es das auflöst, das heißt, wenn der Teil, der immer was machen will, statt sich mitzuteilen, wenn dieser Teil beginnt, sich aufzulösen, dann kommt eben was anderes ins Spiel. Und das könnte man eher Liebe nennen. Das ist aber nichts, was an bestimmte Zustände oder Umstände gebunden ist. Das, wovon ich jetzt rede, inkludiert auch Aussagen wie, da ist großer Hass. Ja? Da drin ist auch das, hat auch das Raum. Ich fühle großen Hass. Ja? Oder mein Herz geht auf vor Liebe für dich. Das hat beides da drin Platz, weil das jenseits dieser Zustände ist. Und es hat nichts mit irgendwelchen Handlungsstrategien zu tun. Also es ist alles so ulkig. Ja. Der Austausch dessen, was hier ist, Gedankenebene, Emotionen, Körperempfindung, führt dazu, dass wir realisieren, was wir eigentlich sind oder was da eigentlich ist, nämlich einfach nur ein Etwas oder eine Wahrnehmung von diesen Dingen. Da ist aber kein getrenntes Ich mehr, was irgendwas machen will oder versuchen will, seine Situation zu verbessern oder Zustände zu ändern. Und das könnten wir auch Liebe nennen. Wir können es vielleicht auch Gott nennen, ja.